So, Eike, was sagst du zum neuen Sound? Ich finde, das ist ein übelster Unterschied. Richtig gut, richtig laut, richtig dumpf. Ja, die hört sich geil an, ne? Ja. Gerade so finde ich, wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, hört die sich schon. Das ist schon echt so ein Unterschied. ja. Also es hat in den Ohren eben gerade echt wehgetan, aber ja, auf der Kamera kommt das nie so geil rüber oder auch die Lautstärke Man oder muss das live erleben. genau, man muss das live erleben. Aber ich denke mal, den einen oder anderen werden wir dieses Jahr auf der Enduro oder Crossstrecke irgendwo noch sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Jojojo Leute, was geht ab? Euer Hatz heute hier wieder am Start. Heute kommt ein Video, wo wir mal wieder an der Husky rumschrauben. Das sagt Ossi und Eike werden an der Husky rumschrauben. Ich werde auch ein bisschen rumschrauben, aber wir wollen die unbedingt fertig machen, dass, wenn ich wieder gesund bin, sofort losfahren kann. Ja, was machen wir heute? Wir müssen heute leider wieder den ganzen Krümmerschutz abbauen, den wir so schön angebaut haben. Weil wir heute die Komplettanlage von FMF drunter bauen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass jetzt so schnell eine Komplettanlage kommen wird. Eigentlich war ja immer nur in Planung, einen Endtopf zu wechseln, aber ja, so wie der Zufall will, ist es jetzt doch eine Komplettanlage geworden. Ich bin halt mega gespannt. Ja, ich zeige euch das mal alles kurz. Wir haben letztes Wochenende schon ein paar andere Sachen gewechselt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier den Schutz so gesehen, den Rahmenschutz, den haben wir jetzt dran gemacht zusätzlich. Vorher war der Rahmenschutz ja nur normal schwarz. Dann haben wir hier hinten den Schwingschutz. Haben wir dran gemacht. Vorher war die Schwinge ja silber. Jetzt haben wir so einen blauen Schwingschutz dran. Geht einfach nur darum, nicht ums Optische direkt, sondern es geht einfach darum, dass die Schwinge keine großartigen Schäden abbekommt, so wie Kratzer oder so. Im Endeffekt ist die Karre sowieso im halben Jahr zerkratzt des Todes, aber ich meine, wo man was gegen machen kann, da kann man ja was gegen machen, so wie der Rahmenschutz hier oder Schwingschutz. Klar, oder es gibt ja auch für die Scheibenbremse hinten zum Beispiel so einen Scheibenbremsenschutz. Ein bisschen kann man schon was machen, damit halt nicht zu viel kaputt geht, so wie auch der wunderschöne Krümmerschutz von Bovatec. Weil sowas ist schon viel wert, wenn man sich die Birne nicht andauernd kaputt fährt, weil die FMF-Birne, die wir gekauft haben, die hat gute 270 Euro gekostet und das Geld kann man sich einfach sparen, weil wenn man viel fährt, kann man schon in einem Jahr schon so eine ganze Birne kaputt donnern. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, dann haben wir hier hinten noch da auch das in blau alloxiert jetzt. Mir fällt gerade der Name da nicht ein. Diesen Versteller da. Aber ja, mir fällt der Name einfach nicht ein. Hier haben wir diese wunderschönen Braking-Bremsscheiben. Ja, das machen wir jetzt. Wir bauen das jetzt an. Ich habe hier auch. Ich guck mal her. Was? Oh, oh. Keine Kratzer reinmachen. Ich war ein bisschen einkaufen bei Husqvarna. Hier sind auch noch Luftfilter drin. Ich habe gleich schon mal Luftfilter gekauft, ein paar mehrere. Das heißt, ich habe 3 Luftfilter gekauft. Damit, wenn die dreckig sind, ich die einfach nur austauschen muss schnell oder schnell austauschen kann. Und dann mache ich die immer alle auf einen Schlag sauber. Einfacher, als wenn man sich jedes Mal den Dreck und die Mühe für einen Luftfilter macht. Aber dazu kommt dann auch noch ein Video, wie man so einen Luftfilter reinigt, neu einölt und so weiter. So, hier ist der FMF-Krümmer. Und hier habe ich noch was Schönes. Ja, ich weiß nicht, aber ich kann einfach nicht Nein sagen. Aber so. Hier mal so ein kleinen Deckel noch, in blau luxiert. Das ist oben für die Kupplung und für die Bremse kommt auch noch so ein blauer Deckel, aber da hat Husqvarna den falschen bestellt gehabt, den schicken sie mir nach, also bauen wir einfach nur den einen Deckel dran. Ja, so, wir fangen jetzt an, das da abzubauen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir erstmal den ganzen alten Auspuff abgebaut haben. Achso, wir sollten vorher noch eine Soundprobe machen, ne? Wie sich der originale Auspuff anhört und dann später der FMF. So, und für alle, die noch ein paar T-Shirts für den Sommer brauchen, da ist perfekt, Eike hat heute ein schönes Harzweiler-T-Shirt an. Oh, sieht das geil aus. Ich verlinke den Shop unten mal, unten. Und ja, hört sich jetzt natürlich auch den perfekten Merch an. So, jetzt fangen wir aber an. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich noch einen kleinen Soundtest. Und dann bauen wir die Komplettanlage, also die Original-Auspuffanlage erstmal ab. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die neue Auspuffanlage montieren. Also, bis gleich. So, so hört sich die Karre original an. Ich bin mal gespannt, ob die, also der Sound muss besser werden. So, jetzt haben wir den Original-Sound gehabt. Jetzt geht's los, jetzt bauen wir es ab und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Auspuff montieren. Also bis gleich, zum zweiten Mal.
So, wir haben jetzt den Auspuff komplett runtergebaut. Wir machen jetzt gleich mal eine Soundprobe. Ich bin schon echt mega gespannt. Aber erstmal zeige ich euch jetzt, wie es jetzt aussieht mit dem neuen Auspuff. Das sieht mega geil aus, auf jeden Fall. So, da haben wir es. Das ist jetzt der Krümmer. Ist das schön. Ist das schön. Wir haben uns zuerst gewundert eigentlich, warum der Krümmer eigentlich zwei Beulen hat. Einmal hier hat er eine übelste Beule drin und hier vorne hat er eine Beule drin. Da haben wir zuerst gedacht so, hä? Warum denn das? Weil der originale Krümmer, der hier vorne liegt, der hat keine Beulen drin. Aber wir haben es dann herausgefunden, wo wir ihn dran gehalten haben. Und zwar ist einmal hier so eine kleine Beule drin wegen dem Kühler. Sonst würde er anecken, wenn die Beule nicht drin wäre. Und hier vorne diese kleine Beule, die ist dafür da, wegen dem Kickstarter. So, Achtung, 3, 2, 1, 0. Wenn das optisch jetzt nicht geil aussieht, dann weiß ich nicht weiter. Einfach nur Hammer. Einfach nur geil. Sieht richtig gut aus. Eike, was sagst du dazu, optisch? Ja, sieht richtig gut aus. Also ich finde es auch mega geil. Macht richtig viel aus. Eike, zeig mal den coolen Merch, den du da anhast. Boah, ist das geil. Was ist geiler, Leute? Der Merch oder der Auspuff? So, jetzt werden wir erstmal die Husky anmachen. Und ich bin schon echt mega gespannt, wie der Sound ist. Du auch, Eike? Ja, wir haben eigentlich fast alles fertig. Das sage ich jetzt noch schnell. Wir haben eigentlich fast alles fertig an der Husky. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Dekor. Ich hoffe, dass es jetzt bald ankommt, die Tage. Und dann sind wir fertig mit dem Umbau von der Husky. Vorerst. Aber mir fällt nichts ein, was man noch machen könnte. Oh, Harzi. Dir fallen tausend Sachen. So, jetzt kommt erstmal der Soundporn. Jetzt habt ihr es ja gehört, wie euch die Maschine anhört. Ich denke mal, auf der Kamera wird der Sound nie so krass rüberkommen, wie er in Real ist. Ich finde den Sound mega geil. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Die ist auch ein Stück lauter geworden. Ich finde es auf jeden Fall mega geil und ich finde, der Auspuff hat sich gelohnt. Wie er jetzt von der Leistungsentfaltung ist, Eike, was laberst du da eigentlich die ganze Zeit? Wie er jetzt von der Leistungsentfaltung ist, das weiß ich nicht, weil ich ja noch nicht fahren kann, aber ja, ich denke mal, der wird auch ein bisschen mehr Schub bringen, der Auspuff. Weil es ja eine Komplettanlage und der von Husqvarna meinte, er wird im mittleren bis oberen Drehzahlbereich auf jeden Fall bemerkbar sein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, damit endlich wieder fahren zu können. So, Eike, was sagst du zum neuen Sound? Ich finde, das ist ein übelster Unterschied. Richtig gut, richtig laut, richtig dumpf. Ja, die hört sich geil an, ne? Ja. Gerade so finde ich, wenn man ein bisschen mehr Gas gibt, hört sich schon ein Unterschied. Ja, also es hat in den Ohren gerade echt wehgetan, aber... Ja, auf der Kamera kommt das nie so geil rüber oder auch die Lautstärke. Man muss das live erleben. Genau, man muss das live erleben. Aber ich denke mal, den einen oder anderen werden wir diesmal auf der Enduro oder Crossstrecke irgendwo noch sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. So, wie gesagt, ich beende jetzt das Video. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Aber schreibt mal eure Meinung rein, genau. Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung unten rein, wie ihr den neuen Auspuff so findet. Achso, ja, den Auspuff werde ich auch unten mal verlinken. Ihr könnt auch mal gucken. Und wie gesagt, den Merch werde ich auch da verlinken. Und Eike, ihren Kanal werde ich da auch verlinken. Ja, so, ich sage jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.